Und wenn man so investiert, dann kann man ganz entspannt investieren. Und dann kann man sich auch freuen, wenn die Preise runtergehen und sagt, oh cool, kaufe ich günstiger nach. Alles cool. Hey, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute gehe ich auf den aktuellen Crash ein und möchte dir einfach nochmal kurz sagen, was ich jetzt mache. Also, ich verkaufe nicht. Ich gehe jetzt auch nicht all in. Was ich mache ist, ich kaufe ganz konstant nach. Und zwar die Projekte, von denen ich überzeugt bin, dass die in Zukunft eine sehr große Rolle spielen werden. Da hat sich nichts für mich geändert, außer dass ich sage, hey, cool, es gibt wieder eine bessere Kaufgelegenheit, bessere Einstiegspreise. Und glaube ich, dass es noch weiter runtergehen wird? Ja, glaube ich. Ich glaube, es wird sogar noch deutlich weiter runtergehen. Warum ich das glaube? Nicht aufgrund von irgendwelchen technischen Analysen. Also da gibt es ja viele, die machen und das ist sicherlich alles nicht verkehrt. Aber im Grunde genommen bin ich der Meinung, muss man das alles aus einem viel globaleren Aspekt sehen. Ja, und wenn ich das ganze Weltgeschehen aktuell ansehe, dann kriselt es überall. Es gibt wirklich überall Krisen. Wir haben Überinflation, wir haben teilweise Lebensmittelknappheit, Lieferengpässe. Ja, teilweise Krieg, also wirklich viel. Ja, also es ist wirklich viel los. Ja, und da glaube ich einfach, dass wir wirklich noch stärkeren Crash erleben. Und jetzt nur auf den Kryptomarkt bezogen, auch da ist ja viel los. Also Celsius zum Beispiel hat gerade sämtliche Gelder eingefroren und Celsius verwaltet ja doch nicht wenig Geld. Das ist eine Plattform, wo ich letztendlich Kryptos verleihen kann und dafür Zinsen kriege. Ja, und die haben jetzt ein Problem mit ihrer Liquidität. Das bedeutet, sie haben weniger Liquidität, als sie den Leuten theoretisch zurückgeben müssen. Und das ist jetzt auch ein Riesenproblem. Und wenn Celsius crasht, dann reißt das garantiert den Kryptomarkt auch nochmal stärker mit runter. Wir hatten die ganze Geschichte mit Terra, ja, das hat ja auch viele mit in Mitleidenschaft gezogen. Dann haben wir jetzt hieß es zum Beispiel, dass bei Binance teilweise die Auszahlung von Bitcoins irgendwie kurzzeitig gestoppt waren und so. Also da sind ganz viele Sachen in der Mache, wo man sagt, okay, also wir haben auch hier in Krypto viele verschiedene kleine Krisenherde und die da überall zündeln, die halt letztendlich auch den Markt beeinflussen und auch für Panik sorgen. Und theoretisch haben wir auch immer noch die tickende Bombe Tether. Ja? Also auch nochmal eine krasse Nummer. Habe ich jetzt kein Video drüber gemacht, aber kann ich gerne mal ein Video drüber machen. Aber Tether ist ja nun mal, ja, der größte Stablecoin, ja, den es gibt. Und das ist im Prinzip die Kryptowährung mit dem größten Transaktionsvolumen überhaupt. Also sämtliche Börsen, sämtliche Trading-Plattformen, da geht das größte Volumen über Tether, und Tether ist ja angeblich mit US-Dollar gedeckt, aber eigentlich weiß jeder, dass das nicht stimmen kann, ja, und an dem Tag, wo da eine Behörde tatsächlich mal sagt, wir wollen jetzt mal die Geldreserve sehen, mit denen angeblich Tether gedeckt ist, dann könnte es passieren, dass halt wirklich sich herausstellt, dass das Geld nämlich nicht da ist. Und dann könnte Tether von heute auf morgen den Wert verlieren. Und was das bedeuten würde für den gesamten Kryptomarkt, ist auch nochmal eine krasse Geschichte. Ja, aber ich möchte jetzt hier keine Angst irgendwie verbreiten. Also was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass der Kryptomarkt noch stärker einfallen wird. Ich sehe aktuell nicht, wo jetzt der große Pump herkommen soll. Natürlich weiß man das immer nicht so. Letztendlich sind alle Märkte manipuliert, das muss man verstehen. Ja? Also ob es die Aktienmärkte sind, ob es die Immobilienmärkte sind, selbst die Edelmetallmärkte und Krypto natürlich auch. Das ist alles manipuliert. Wir haben die Hochfinanz, die ist mit involviert, ob man es jetzt glauben will oder nicht. Also wir haben Banken, wir haben große Institutionen, wir haben also wirklich große Geldgeber, die massiv die Preise beeinflussen. Und letztlich entscheiden die darüber, ob der Preis sinkt oder steigt. Und wir, die breite Masse, also die Kleinanleger, wir haben da gar nicht so einen großen Impact, weil wir meistens einfach nur folgen. Ja, also erst die Hochfinanz verkauft, dann verkaufen wir panisch. Oh mein Gott, es geht alles runter. Dann sinkt der Preis wirklich stärker. Was macht die Hochfinanz dann? Sie kauft wieder nach. Der Preis steigt wieder. Wir kaufen alle wieder der Hochfinanz hinterher, weil wir sagen, oh, jetzt geht's hoch. So, also im Prinzip, egal wie sie es machen, sie machen halt damit Geld. Ne, lassen die Märkte crashen,
verkaufen viele Leute, also geht der Kurs noch weiter runter, dann können sie sich günstiger wieder einkaufen. Wenn sie sich einkaufen, kaufen die Leute nach, der Kurs steigt stärker, wie auch immer. Letztlich so läuft das die ganze Zeit. Und ich bin, deswegen, was ich mache, ist, ich weiß ja, in was ich investiere. Ich habe ja meine Recherchen gemacht, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich weiß ja, was ich da mache. Und dementsprechend, wenn du natürlich in irgendwelche Coins investierst, von denen du überhaupt gar nicht weißt, was deren Nutzen in Zukunft sein soll, wer dahinter steht, welche Kontakte die haben, ob die gut vernetzt sind. Und wenn du das alles nicht gemacht hast, sondern dann einfach nur in einen Coin investierst, wo du sagst, to the moon, ja, und das ist das nächste große Ding, ja, und dann fragst du ja, warum denn? Ja, ja, liest du mal das White Paper durch und überhaupt, und das Team sagt, die sind super. Ja, okay, das Team sagt, sie sind super, ist halt nix. Das White Paper ist nix. Also ich kann auch so ein White Paper zusammenschreiben und dann, das heißt ja nicht, dass es deswegen Anwendungen finden wird, ja. Und letztendlich entscheidend sind ja, wer sind die Gründer, was haben die für Kontakte und. Das ist das Entscheidende. Und wenn ich diese Hausaufgaben gemacht habe, und ich sagte, ich habe die meiste Zeit auch nicht gemacht. Ich habe auch ganz, ganz dumm investiert, ja, lange Zeit. Aber irgendwann habe ich halt verstanden, dass das das Entscheidende ist. Und wenn man das versteht, dann investiert man anders. Und wenn man so investiert, dann kann man ganz entspannt investieren. Und dann kann man sich auch freuen, wenn die Preise runtergehen und sagt, oh cool, kaufe ich günstiger nach, alles cool. So, und so muss man da vorgehen. Und letztendlich, das war wie damals. Damals gab es diese Dotcom-Blase. Alle haben viel Geld gemacht und alle waren euphorisch, ja, und die Preise sind nur gestiegen. Und dann sind die Preise halt gecrashed. So, siehe da, Preise sind gecrashed in Krypto. Wir haben sozusagen in Krypto haben wir schon mehrere Dotcom-Blasen durch. Ja. Und jetzt haben wir wieder eine und jetzt crasht alles. So, was wird passieren? Viele Projekte sterben aus, aber einige werden gigantisch groß werden. Und das ist wie damals bei der Dotcom-Blase, da hätte man Amazon-Aktien kaufen können, man hätte Microsoft-Aktien kaufen können, man hätte Google-Aktien kaufen können, hätte man alles machen können. Ja? Und damals war es schon so, dass die stark vernetzt waren. Also man hätte damals, wenn man die Recherchen gemacht hätte, hätte man damals schon eine gute Ahnung haben können, wer da später groß wird. Und das haben manche gemacht und die sind heute sehr, sehr wohlhabend. Und ich denke, das ist jetzt genauso. Aber entscheidend ist, man sollte nicht all-in gehen. Man sollte sich wirklich vor Augen führen, hey, das kann jetzt ein paar Jahre dauern, bis das alles wirklich richtig stark steigt. Ja, und ich bin davon überzeugt, dass es stark steigen wird, sehr stark steigen wird. Aber die Geduld und die Ausdauer muss man haben können. Und man darf auf dieses Geld halt nicht angewiesen sein in der Zeit. Und wir müssen uns auch vor Augen führen, dass wir gerade in einer, ja, in einem Zeitenwandel leben, wo es auch mal, wo es vielleicht auch schwieriger werden kann. Es kann durchaus passieren, dass es jetzt in der Zukunft ja, die Lebensmittelpreise weiter steigen, Strompreise weiter steigen, Benzinpreise weiter steigen. Ich meine, das ist ja alles absehbar. Wir haben ja die Inflation. Das bedeutet also, wir dürfen jetzt nicht zu knapp wirtschaften und zu viel in Krypto investieren, um dann in 5 Monaten zu sagen, oh Mist, ich kann mir hier nichts mehr leisten, ich muss jetzt Krypto mit total viel Verlust verkaufen, nur weil ich sonst nichts zu essen habe oder meine Stromrechnung nicht mehr zahlen kann oder was auch immer. Also das sollte man im Hinterkopf haben. Wenn man da jetzt zu eng wirtschaftet, das wäre ja total ärgerlich, weil nehmen wir mal an, in einem halben Jahr ist der Kryptomarkt jetzt immer noch unten, noch weiter unten als jetzt vielleicht. Aber in anderthalb Jahren oder sogar Ende des Jahres geht es total auf, aber man verkauft vorher was. Das wäre ja super, super ärgerlich. Und deshalb so viel investieren, wie man kann, aber nicht alles investieren und konstant investieren. So sehe ich das. Ja. Das ist es. Das ist meine Meinung zu dem, was gerade passiert. Und eigentlich muss ich dazu auch nicht viel mehr sagen. Also selbst wenn jetzt die Preise weiter sinken, brauche ich jetzt eigentlich auch kein neues Video dazu aufnehmen, weil das ist es. Das ist meine Ansicht. Ja, und das wird sich jetzt in den nächsten halben Jahren nicht ändern. Ja, und so ist es. Ja, schreib mir mal bitte gerne deine Meinung, was du darüber denkst, wie du das aktuelle Marktgeschehen siehst. Einfach runterschreiben, ich kommentiere es auch. Und lass auch gerne ein Like da, wenn dir meine Meinung gefällt. Und ja, komm vielleicht auch in die Telegram-Gruppe, da werde ich ein bisschen aktueller berichten, auch mal einfach nur was reinschreiben. Das ist ganz gut. Ja, bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.